Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Ach, es soll so weitergehen. Okay, ich wollte jetzt eigentlich erstmal zu Sweet gehen, aber was? Telefon auch noch. Na dann, gehen wir erstmal ins Telefon. Hello. Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Ja, also ist ja auch schon ein bisschen die, hier ist schon auch ganz schön ein bisschen die Kacke am Dampfen sozusagen. Und ja, und er versucht jetzt auch so ein bisschen alles wieder ins Lot zu bringen. Seeing my homie. So with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. The fucking Grove Street. You damn? I'm always damn. Yo, mit der Ziege in der Gusch. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Wie man die Ostküste fährt. Naja, wirst du gleich sehen. Ja, also was ich noch zum Spiel sagen könnte, gerade auf. Ja, wenn die hier nicht so viel labern, aber ich ignoriere es einfach mal, dass die hier labern. Ja, ich soll jetzt nach zum Friseur gehen. Ja, da fahren wir jetzt mal schön hin. Was? Blickwinkel ändern? Ach so, diese Geschichte hier. Cinematic-Kamera. Ach, braucht kein Mensch, ja. Toll, jetzt achte ich hier so auf diese Kamera-Erklärung, dass ich hier gerade alles umfahre. Da. Unglaublich. Das heißt wieder, habe ich überhaupt schon was umgefahren? Auf jeden Fall passiert mir das hier beim Spiel, ist mir das hier beim Spiel schon oft passiert, dass ich irgendwie Laternen umgefahren habe oder sonst irgendwas. Und das wird auch jetzt, wenn ich das aufnehme, so passieren. Ja, wie man sieht, wieder was umgefahren. Laternen, Ampeln. Nur diese Holzmasten, Strommasten da, die kann man leider nicht umfahren. Also, was ich noch zu dem Spiel sagen wollte, es ist der direkte Nachfolger von dem zuvor exploreten GTA Vice City. Und ja, klar, gelbe Markierung, was auch sonst. Wip. Ja, komm, fahr doch einfach weiter, ihr Idioten. Ja, direkte Nachfolger und spielt insgesamt 6 Jahre nach den Ereignissen von Vice City. Hat allerdings mit den Ereignissen in Vice City nichts zu tun. Spielt im Jahre 1992, um genau zu sein. So, und dann wollen wir doch mal gucken. Frisur. Also die er hat, die ist ja erstmal fürchterlich. Cornwall. Wollen wir doch mal ändern. Ja, $500 kann ich mir natürlich nicht leisten hier. Was? Ja, Lavanet. Ja gut, dann müssen wir uns halt was anderes aussuchen. Hey, da haben wir doch was. Gucken wir uns das doch mal an. Das kostet genau so viel wie Mom. Okay. Nimmer. Ja, das sieht doch auch ganz annehmbar aus. Wunderbar. Wisst, ich hab nichts verstanden. Oh, was sagt denn Ryder dazu? Oh, ist Hans noch drauf, okay. Was sonst? Ah, jetzt soll ich noch ein bisschen Pizza essen gehen. Okay. Ja, jetzt kriegen wir erklärt, wie wir essen und dass wir dann, ja, wenn wir nichts essen, kriegen wir Energie abgezogen und Essen gibt die Energie und bla bla blub.
eigentlich alles ziemlich einfach. Wenn man nichts isst, dann verhungert man. Und wenn man zu viel isst, wird man dick. Ist doch eigentlich logisch. Ach so, die Statistiken. Könnte man ja auch mal kurz zeigen. Ja, das sind die Statistiken. Respekt ist noch untersten Keller. Wie eigentlich fast alles hier drauf. Kondition, Muskeln, Fett. Ja, das Fett ist nun ist ein bisschen da. Ein bisschen sollte man das vielleicht auch halten, weil man eine Weile lang nichts isst und hat keinen Fettvorrat, dann gehen einem die Muskeln weg, die man hat. Das ist auch nicht so toll. Ja, mehr als die Weißeisportion werde ich mir wohl auch kaum leisten können. Mit den $2, die ich jetzt noch geschenkt gekriegt habe. Ja, und weiter, was hat der hier vor? Blödsinn machen. This is Ray. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. So offensichtlich, shit, dass das Ryder ist. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Ja, da, hat Ryder da dieselbe Frisur wie CJ? Das gibt's ja nicht. Jetzt hauen wir erstmal ab. This pizza parlor's no pushover. Oh, da kommt ja wieder tatsächlich raus hier. Ich habe eine Idee. Bam. So, der tut uns nichts mehr und ich sammle die Waffe auf. Oh, 7 Schuss Schrotflinte. Das ist doch schon mal was. Gut, dann war's das schon. Wir fahren weiter nach Hause. Beenden den Part. Und Schluss ist. Nein, natürlich nicht. Sind ja jetzt erst 7 Minuten ungefähr. Wumm. Das war doch perfekt angerempelt an der Mauer hier. Beziehungsweise den Drift gestoppt. So, dann fahren wir doch weiter heim und gucken mal, was wir als nächstes machen können. Stimmt irgendwas fürs Lied? Ja, fürs Lied werden wir wahrscheinlich als nächstes was machen dürfen. Wahrscheinlich dürfen wir es uns nicht mal aussuchen. Wir müssen als nächstes Suite machen. Wenn wir nicht irgendwas anderes machen wollen. Jetzt erstmal zusehen, was Ryder noch zu sagen hat. Ja, genau. Wie gesagt, wir sollen zu Suite gehen, hat er es gleich gesagt. Und dürfen gleich, wie angekündigt, Graffitis sprühen. Das ist übrigens als Ersatz für die versteckten Päckchen. Das ist ein Ersatz. I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson Brothers are rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You're already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, poor chop. Hey, wait up. Ah, thought you hang with your brother, huh? No, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Nee, eigentlich nicht. Aber ich muss, wenn du schon so fragst, dann muss ich, ja. Obwohl, fahren ist immer schön. Fahren macht Spaß. Heute hier in San Andreas. Da baue ich so oft Unfälle. Und was ist denn das hier für eine dämliche Musik? Obwohl, ist ganz annehmbar. Also, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich noch anmerken wollte. Ja, wir haben jetzt gerade überhaupt kein Geld. Wir haben eine Sprühflasche und ach so, die Graffitis. Genau, insgesamt 100 dürften es sein. 100 Graffitis zu sprühen und ein cooler Drift. Allerdings ist doch ein bisschen zu weit gedriftet. So, kriegen wir jetzt gleich mal gezeigt, wie man Graffitis sprüht. Watch for those rollers as I tag this up. Stell dich vor das Graffiti und halte Maustaste L gedrückt und bla bla blub und
Halte Maustaste L gedrückt, bis das Gravity komplett übersprüht ist. Ja? Wird das auch noch was? Oder sprühst du jetzt hier die ganze Flasche leer? Heieiei, dauert das lang. Dauert ja halbe Ewigkeit. Oh mein Gott. Ja, jetzt hört er auf. Gravity ist immer noch nicht gesprüht. Irgendwie will es wohl gerade nicht so. Okay. You go get him and I'll keep the engine running. Ja, jetzt ist gesprüht. Jetzt ist gesprüht. Komm, CJ, ein bisschen schneller. Ja, dann sollen wir jetzt noch ein paar weitere sprühen. Machen wir das doch mal. Mal gucken, ob das hier jetzt auch so lange dauert. Und dann doch nichts kommt. Jawohl. Geht doch viel besser hier. Wunderbar. Und ja. Ups, da ist ein Ballast. Den lassen wir einfach mal links liegen. Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt hier gleich finde, wo dieses Graffiti ist, aber weiß halt leider, wo sie alle sind. Zumindest hier die aus den Missionen. Auch aus dieser Mission. Das ist nur eine Mission, wo man Graffiti sprühen muss. Und aber es sind noch ein paar mehr. Es sind nicht nur diese drei, die das eine, das Sweet da so halbwegs gesprüht hat. Ewigkeiten doch nicht geklappt. Und holla, die Waldfee sieht ja aber lahm unterwegs hier beim Rennen. Naja, wo war ich? Ja, also insgesamt, wie man gesehen hat, 100. Ich nehme mal an, das Sender hier. Nehmen wir den. Gut. Also, wo war ich? Ja, wie man gesehen hat, insgesamt 100. Feindliches Gängebild kann gefährlich sein, wenn du dich dort so lange aufhältst, errichte Aufmerksamkeit. Ja, von mir aus. Ja, insgesamt 100 Graffitis, aber mit den 100 Graffitis ist es noch nicht genug. Denn das ist ja nur Los Santos und es gibt ja noch zwei weitere Städte. Und in denen gibt es auch versteckte Dinge zu suchen. Fotos machen. Hufeisen sammeln und dann gibt es noch insgesamt über die ganze Landschaft verteilt Ostern. Aber es gibt dann auch Belohnungen für diese Sachen, die man da aufsammelt. Ja, Sweet haut ab. Sagt aber von wegen, dass er woanders sprühen geht, aber tun tut er es nicht wirklich. Weil nach der Mission haben wir nur diese Graffitis übersprüht, die wir jetzt selbst gesprüht haben. Plus das eine, das Sweet gemacht hat. So, wir dürfen wohin? Sag mal, hast du das nicht eben schon mal mir gesagt? Ah ja. Jetzt haben wir die da. Ballas, Gangmitglieder, lila. Was eine Farbe. Ja, mal gucken, vielleicht brauchen wir das gar nicht so machen. Ups, 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 ups. What the fuck? Mal gucken. Ja, ich glaube, der schlägt mich gleich. Hallo? Hör doch auf hier. So, das ist richtig gesprüht. Und klettern wir mal hier drüber. CJ kann's ja. Im Gegensatz zu Tommy oder Sadie. Ah, da oben sehen wir schon das nächste Graffiti. Lila herleuchten. Ich weiß auch nicht, was die sich hier dabei gedacht haben, die lila zu machen, die Ballas. Aber von mir aus, solange es nicht die Grove Street Family ist, die da lila ist, nein. Die ist grün. Ja, viel schönere Farbe als lila. So, wir dürfen auf dem Mond klettern.
Und was dürfen wir noch? Ja, noch ein Graffiti sprühen und wir dürfen. Ja, wir kriegen übrigens die Belohnung für die Einsammel-Dinge immer erst, wenn wir eine Liste komplett haben. Das heißt also, wir sind schon fertig wieder mit den Graffitis hier. Und ja, mal gucken, ich jetzt hier runter. Ja, kriege ich nicht ein bisschen Energie abgezogen, aber egal. So, wo ist... Da ist er. Ja, wir kriegen die Belohnung dafür erst, wenn die Liste komplett ist. Also wenn wir alle 100 übersprüht haben. Und das Radio geht mir irgendwie auf den Sack. Ich mach's mal aus. Ja, komm, ja, noch eins. Was läuft da gerade? Ach, nur Werbung. Mach mal aus. Okay, jetzt bin ich doch hier die andere Straße runtergefahren. Da wollte ich eigentlich nicht, wollte die andere nehmen, die wo ich hochgefahren bin. Weil jetzt muss ich nämlich hier nochmal die Durchfahrt nehmen, aber egal. Ja, man kriegt die Belohnung erst, wenn man die Liste komplett hat. Nicht so wie in Vice City, wo man das gleich gekriegt hat, nach 10 schon. Aber egal. Like riding bike, ain't it, boy? Yeah, it all comes back. How you doing on the Fetty? I'm kind of shocked, you know. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Fast blank? Hey, get yourself a beer or something. Yo, knutscht euch noch. Nicht? Okay. Jo, $200 haben wir jetzt gekriegt. Ist ja... Wow, ist das. Naja, egal. Eine Sprühdose ist jetzt ein DJs Haus in der Großstadt verfügbar. Wunderbar. Ja, also ich werde die... Schauen wir mal, wie wir das machen mit dem... für die sprühen. Könnte ja eigentlich immer dann sprühen, wenn ich gerade eins sehe. Oder so ähnlich. Also, mal auf die Uhr gucken. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und ciao.